Sommer 2008. Noch geht's der Commerzbank gut, sie hat große Pläne. Sie will das drittgrößte deutsche Finanzinstitut schlucken. Die Dresdner Bank für rund 9 Milliarden Euro. Doch dann gerät die Commerzbank in den Sog der Finanzkrise. Der Aktienkurs stürzt ab. Doch die Übernahme der Dresdner Bank ist nicht mehr abzuwenden. Der Kauf und die Verluste aus der Finanzkrise treiben die Bank beinahe in die Pleite. Der Staat muss einspringen, die Privatbank bekommt 16,2 Milliarden Euro und wird teilverstaatlicht. Die Commerzbank-Aktie erholt sich leicht, die Bank will so schnell wie möglich wieder eigenständig sein. 14,3 Milliarden Euro zahlt sie im April 2011 dem Staat zurück. Doch die Aktie wird zu einem Penny-Stock. Und der Stresstest der EZB zeigt, die Bank hat nicht genug Eigenkapital. Um frisches Geld einzusammeln, muss sie neue Aktien ausgeben. Doch bei einem Aktienwert von unter einem Euro ist das nicht erlaubt. Der nächste Coup. Es werden jeweils 10 Aktien zu einer gebündelt und im Paket verkauft. Damit steigt auch der Aktienwert um das Zehnfache. Die Aktie macht so deutlich mehr her.